Ja, die erste Info war die, ich habe die von der Feuerwehr bekommen, mit einem vermutlichen Flugzeugabsturz und dass es einen Verschwindepunkt gibt. Und der Verschwindepunkt war in der Nähe, war sehr wohl am Kasberg, aber eigentlich in der Nähe des Wildparks, also im steilsten Gelände. Wir haben auch dort versucht, am Anfang einmal mit über die alte Kaspergstraße raufzufahren. Natürlich mit zu viel Schnee sind wir da nicht weit gekommen, wir sind dann weiter aufgestiegen. Ich habe dann ja auch versucht, die Kaspergbahnen zu erreichen, habe dann mit dem Betriebsleiter gesprochen, ob wir Möglichkeit hätten, dass wir mit Skido nach oben fahren können. Dann hat er schon gesagt, ja, das ist einmal unmöglich, weil einfach zu viel Schnee ist, aber mit einem Pistengerät kann er uns dann fahren. Und im Zuge dessen, dass ich ihm gesagt habe, dass wir auf der Suche sind nach einem Flugzeug, weil es möglicherweise einen Absturz gegeben hat, hat er auch seinen Pistengerätefahrer informiert und der war eigentlich auch gerade oben am Kasberg und der hat dann glücklicherweise als erster Flugzeugteile gefunden und hat aber gesagt, er kann aber nirgendwo ein Flugzeug finden, aber da sind immer wieder kleine Teile. Das war dann für uns sehr gut, also es ist ja Bergrettung, Feuerwehr, Alpinpolizei, Polizei und natürlich auch die Rettung vor Ort gewesen und man hat ja nicht gewusst, wo baut man jetzt die Leitstelle auf. Darum haben wir auch vom Wildpark dann hierher zu den Kaspergbahnen verlegt und haben da natürlich auch die Räumlichkeiten nützen können und glücklicherweise mit den Bahnen immer kleine Mannschaften nach oben bringen können und mit dem Pistengerät nach oben und wir haben dann auch erst wieder oben angefangen, wo die Wrackteile sind, kreuz und quer zum Suchen, eben am Kasberg oben oder auf der Kaspergalm. Und hat sich dann auch verzögert, das ist auch dann der Wirt nach oben gekommen von der Sepuba-Hütte, der uns auch die Hütte aufgesperrt hat, dass wir uns dort wieder ein bisschen wärmen können. Und es war für uns schon klar, es wird schwierig werden jetzt mit Einbrechen der Nacht, dass wir nicht die ganze Nacht durchsuchen werden, weil es einfach stürmisch ist und schlecht Wind und so weiter. Und glücklicherweise haben wir aber dann doch eine Stunde vor, sage ich mal, Dämmerung dann wieder einen Baum finden können, wo eben Teile drauf waren vom Flugzeug in weiterer Folge, Flugzeug und dann leider die vier Verunglückten. Wenn man die Stelle ein wenig beschreiben kann, in was für einem Gelände ist dann das Wrack gefunden worden, beziehungsweise die vier Verunglückten? Ja, wo wir die vier gefunden haben, da ist natürlich ein steiler Abhang hinunter, den man sehr wohl hinuntergehen kann, aber wirklich steil und dann unten ist dann eine Grube, aber das waren dann letztendlich dann wahrscheinlich fast 100 Meter da hinunter, wo das dann gelegen ist. Natürlich auch sehr schwer zum Sehen, das Flugzeug, weil es sowieso weiß ist, auch weil es schon ein bisschen mit Schnee bedeckt war und es war eigentlich schwer zu unterscheiden zwischen Felsen, Wurzeln und dem Flugzeugwrack. Man hat dann die vier Personen eben auch gefunden, das heißt, war dann seitens der Bergrettung oder seitens der Kräfte, die oben waren, relativ schnell klar, dass das keine Rettung mehr gibt? Ja, das war zuerst eine lange Suche und dann war es relativ schnell klar, das ist dann Schlag auf Schlag gegangen, praktisch eine Person nach der anderen zu finden. Möglicherweise war der Arzt oben, der sofort die Todesfeststellung gemacht hat und es hat sich dann rein um eine Bergung, Totenbergung gehandelt. Wenn man das kurz noch beschreiben kann, was für Wetterbedingungen haben da gestern zum Zeitpunkt des Absturzes bzw. dann auch bei der Suchaktion geherrscht? Es war ja gestern offenbar kein gutes Wetter sozusagen. Ja, es ist so wie heute, es hat gestern auch immer wieder geschneit, es war oben Wolkendecke, es hat der Hubschrauber oder die zwei Hubschrauber, die kurz hier waren, haben auch nicht weiter oben suchen können. Es war oben ungemütlich kalt, windig, einfach wieder zu neblig, doch wieder frei. Also es war dann schon auch so frei, dass oben dann die Drohnen der Feuerwehr auch fliegen haben können. Aber es war nicht sehr gemütlich oben.